Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Welchen heimischen Singvogel kennst du? Ein Kolibri. Dann gibt es noch einen berühmten Fink. Fink. Der Buchfink, der DVD-Fink oder der Granufink? DVD. Woher könnte der DVD-Fink seinen Namen haben? Der ist so berühmt und danach wurde der auf DVD aufgenommen und darum heißt er jetzt DVD-Fink. Was ist denn ein Wiedehopf? Wiedehopf, vielleicht ein Gerät oder irgendwas Landwirtschaftliches zum Schneiden von Gemüse oder irgend sowas. Wiedehopf. Ist, glaube ich, ein Tier auf der Wiede. Das heißt Weide. Weide. Wenn einer so ein bisschen Baller-Baller ist, dann sagt man, der hat eine... Er hat einen Vogel oder was? Ja, eine ganz bestimmte Vogelart. Papagei. Der hat einen Papagei, nee. Mit M fängt er an. Fällt mir jetzt nicht ein. Dann kommt Mai. Weiß ich echt nicht, mir fällt nichts ein. Mais. Ich weiß es nicht. Mais. Mais, er hat einen Maiskolben oder was? Nee, er hat eine Meise. Ach so, eine Meise. Oh. Was sagst du dazu, dass ein Vogel auch nach einem Klebstoff benannt ist? Guter Name haben sie sich ausgesucht. Uhu. Uhu kennt ja jeder. Wenn's Xilo, Tapti, Fili, Pili, das könnte sich keiner merken, oder? Mhm. Warum nicht? Viele ältere Leute haben den grauen Star. Ich interessiere mich nicht für Vögel. Die haben eher Hunde. Ja. Läuft bei dir. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.